Hi Leute, das ist Arno hier, Star Wars Outlaws. Das Ganze wurde vor ein paar Tagen mit dem neuen Story-Trailer so ein bisschen in den Vordergrund gehoben. Und es gab noch so ein paar andere Infos und ein paar Hands-on, was das Gameplay angeht und was so die Features rund um die Planeten und Charaktere und ganzen Syndikate angeht. Das Ganze war in einem Game Informer Interview Hands-On mit dem Creative Director von Star Wars Outlaws, Julian Garrity. Nachdem das Star Wars Projekt abgeschlossen ist und sobald es erscheint, ist er der Kopf des gesamten Division Franchises. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sein Einfluss da positiv sich auf das Franchise auswirkt. Auf jeden Fall gibt es ein paar nette neue Infos in Bezug auf Star Wars Outlaws und fangen wir mal mit dem allerersten an. Das Ganze wird Ubisoft untypisch, muss man tatsächlich sagen, wird so sein, dass wir haben hier eine offene Welt, verteilt auf mehrere Planeten, die ihre eigene Open World haben und die wird komplett diesem Nebel versehen sein. Quasi, wenn man in einem entsprechenden Gebiet noch nicht war, dann muss man dieses erst entdecken. Das war in den meisten Ubisoft-Spielen, musste man da irgendeinen Turm hochklettern. Ich sag nur hier Assassin's Creed oder Far Cry zum Beispiel. Und hat dann Teile der Map aufgedeckt. Das wird in Star Wars Outlaws nicht der Fall sein. Dort wird man wirklich einfach rausgehen müssen, erkunden müssen und schaltet dann so die Map frei. Ne, finde ich persönlich sehr, sehr cool. Und des Weiteren gehen wir noch auf so ein paar Sachen ein, die bei dem Game Informer Preview auch noch rauskamen. Zum Teil sind sie begeistert und freuen sich darauf, dass man diese verschiedenen Systeme im Spiel, wie weit man die manipulieren kann, ne, in Bezug besonders auch auf die Syndikate und so, da kommen wir gleich zu sprechen. Man wird Gegenden besuchen und Plätze besuchen, die einen hohen Wiedererkennungswert haben. Zum Beispiel wie Tatooine. Darunter gibt es auch Kijimi und Akiva und natürlich auch neuere Gegenden, wie zum Beispiel den Mond Toshara. Der ist neu kreiert worden von Massive. Ja, Stadterfahrung der Hauptstadt Mirugana von Toshara so lebendig und so kompakt wie möglich zu machen, dass man da viele Sachen erledigen kann, viele Aktivitäten hat, um die man sich zu kümmern hat, statt man es einfach zu groß macht und dann es einfach zu leblos erscheint. Ne? Finde ich persönlich auch die deutlich bessere Variante. Da gibt es dann auch Shops, Arcade-Games, die man spielen kann, Areale, in denen man wetten kann. Und es gibt Sabak-Tables, wer Sabak nicht kennt, das ist ein Star-Wars-Kartenspiel. Das wird man im In-Game auch spielen können. Bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Und jede Stadt hat natürlich auch eine Kantina, welche zentral dafür dient, dass man einfach dort Arbeit findet. Und wenn man bestimmte Sachen erfahren möchte, dann ist die Kantina der erste Punkt, wo man hingehen sollte. Star-Wars Outlaws hat ein Reputationssystem. Dort wird man sehen können, wie das eigene Standing zu den verschiedenen Syndikaten ist. Und das reicht dann von absolut furchtbar bis exzellent. Wenn man mit einem Syndikat eine entsprechend gute Reputation hat, dann kommen sie einem mal zur Hilfe, wenn man Probleme hat in der Open World, bekommt spezielle Sachen angeboten, die man kaufen kann zum Beispiel und man kann sich in deren Territorien komplett frei bewegen. Nix, die kleine Kreatur, die bei K-Bass mit dabei ist, die kann genutzt werden, um Gegner abzulenken, Sachen zu stehlen oder Sachen zu bringen, was natürlich strategisch ziemlich cool ist, je nachdem, was man vorhat. Stealth ist auch ein wichtiges Thema in Star Wars Outlaws. Das kann man zum Beispiel nutzen, wenn man spezielle Missionen hat oder ein spezielles Gebiet erkunden möchte und auf seine Reputation achten muss, weil wenn man nicht gesehen wird, dann kann die Reputation nicht sinken. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. So, den Speeder, den kann man einfach so beschwören, instant quasi, und soll sich exzellent anfühlen und richtig geschmeidig, wenn man damit durch die Gegend kurft. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ein Speederbike hatten wir nicht oft in Games. Deswegen mal schauen, ob sie das gut hinbekommen. Waffen und die Ausrüstung, die können upgraded werden mit neuen Fähigkeiten, die man zum Beispiel braucht, um in neue Areale zu gelangen. Zusätzlich wird es in der Open World in Star Wars Outlaws viele dynamische Events geben. Zum Beispiel sagte Julian auch, dass es zufällige Encounter gibt, wo man zum Beispiel
zu einem imperialen Checkpoint kommt und dort erstmal kurz verweilen muss, wo man gecheckt wird und geschaut wird, ob alles in Ordnung ist, je nachdem. Und Piraten und andere Verbrecher, die ja, können auch schon mal sich irgendwo verstecken und einen ausrauben. Das kann auch mal passieren. Und während man mit dem Speederbike unterwegs ist, nimmt man per Radiowellen irgendwelche Funksprüche, die kann man abhören und eventuell führen die einem zu einer neuen Nebenquest oder zu einem anderen Encounter. Auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Unter anderem kann es auch da passieren, dass man einen imperialen Funkspruch abfängt, der einem zu einem imperialen Airdrop-Abwurf hinführt. Die anderen Syndikate haben auch Checkpoints und je nachdem, ne, wie gut die Reputation ist, kommt man da ja, gut vorbei oder eher weniger. Die verschiedenen Fraktionen, die kämpfen auch natürlich untereinander, wo man sich dann natürlich auch selbst entscheiden kann, überlasse ich die komplett ihrem Schicksal oder mische ich mich ein und tue mich irgendeiner Partei anschließen und helfe ihr, die andere zu besiegen, was natürlich dann sich in der Reputation niederschlägt. Wenn die Reputation mal komplett am Boden ist, also wirklich, dass es wirklich nicht mehr schlimmer geht, dann starten die Syndikate damit, dass sie Bounty Hunter und Assassinen ausschicken, um Kopfgeld einzutreiben oder um uns umzulegen. Das Space Gameplay, wovon wir noch gar nichts gesehen haben, aber was definitiv erwähnt wurde, was ich ziemlich cool finde, das soll auch sehr divers sein. So ungefähr wie die Open World auf den Planeten, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Da wurde beschrieben, dass zum Beispiel einer von denen an den Points of Interest geflogen ist, um das zu erkunden. Dann hat er einen Alarmsignal abgefangen, dass ein Frachter unter Beschuss wäre und ob sie helfen wollten. Und dann sind sie dorthin und nachdem sie das gemacht haben, haben sie an der Space Station angedockt und sind dann dort von Bord gegangen. Sehr, sehr cool, bin ich mal gespannt. In dem allerersten Trailer hat man ja auch gesehen, dass man direkt von dem Planeten aus starten kann, quasi à la No Man's Sky und direkt in Space geht. Ich hoffe, das ist drin geblieben. Und mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Trailer und Infos, die wir bekommen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, Leute. Ich bin raus und ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.